Mehr Macht für Großkonzerne, Aufweichen von Umwelt- und Verbraucherschutzstandards, geheime Verhandlungen, sagen Kritiker. Weniger Zölle, mehr Handel und dadurch mehr Wachstum, sagen Befürworter. Warum CETA so umstritten ist? CETA ist ein geplantes Freihandelsabkommen der EU mit Kanada. CETA steht für Comprehensive Economic and Trade Agreement, also ein umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen. Im Grunde ähnlich wie das umstrittene Freihandelsabkommen mit den USA TTIP. Oder anders gesagt, eine Art Vorlage für TTIP. Denn CETA ist bereits seit 2014 fertig verhandelt. Aber das Europäische Parlament und die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen. In CETA wurde unter anderem vereinbart, dass 99% der Zölle zwischen der EU und Kanada wegfallen sollen, also fast alle. Dadurch könnte der Handel laut EU-Kommission um 23% gesteigert werden. Das bedeutet mehr Wirtschaftswachstum, verspricht die EU. Gewerkschaften und Umweltschützer befürchten, dass EU-Standards aufgeweicht werden könnten, unter anderem Arbeits- oder Lebensmittelstandards, der Mindestlohn zum Beispiel oder Gentechnik in Lebensmitteln. Die EU hingegen beruhigt, EU-Vorschriften sollen auch weiterhin gelten. Besonders umstritten der sogenannte Investitionsschutz. Ausländische Unternehmen sollen unter anderem gegen Enteignung geschützt werden. Durch den Investitionsschutz in CETA können Unternehmen ganze Staaten auf Schadensersatz verklagen. Etwa weil ihnen Gewinne durch Gesetze verloren gegangen sind, sagen CETA-Gegner. Die führen das Beispiel Vattenfall an. Der Konzern klagt gegen den deutschen Atomausstieg vor einem amerikanischen Schiedsgericht. Es geht um 4,7 Milliarden Euro Schadensersatz, den die Bundesregierung zahlen müsste. Die EU sagt, dass das für eine Klage mit CETA nicht reichen würde. Für solche Streitfälle gäbe es einen öffentlich-rechtlichen Gerichtshof. Das sei besser, weil die Richter staatlich kontrolliert, die Verfahren transparent seien und es Möglichkeiten zur Berufung gäbe. Anders als bei TTIP soll es bei CETA keine privaten Schiedsgerichte, sondern ein öffentlich legitimiertes Investitionsgericht geben. Gegner des Abkommens sagen jedoch, das sei nur eine neue Verpackung. CETA ist unglaublich komplex. Es bietet viele Chancen, aber auch viele Angriffspunkte. Deshalb ist es so umstritten.